Hallo Freunde! Dieses süße, schneeweiße Kätzchen wurde in die Tierklinik gebracht, um eingeschläfert zu werden. Eine freundliche Frau nahm das arme Ding mit und schenkte ihm ihre Liebe, die es verzweifelt brauchte. Das ist Gosa, die Katze. Die früheren Besitzer dachten, dass das Kätzchen eine Augeninfektion hatte, deshalb sahen sie keine andere Möglichkeit, als es einschläfern zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt war es etwa 3 Wochen alt, erzählt die Pflegemutter des Kätzchens, die anonym bleiben möchte. Die Tierärzte weigerten sich, das winzige Wesen zu töten, das erst vor kurzem auf die Welt gekommen war. Das Kätzchen hatte einen so traurigen Gesichtsausdruck, dass eine Mitarbeiterin des Tierheims beschloss, es mit nach Hause zu nehmen, um ihm eine zweite Chance zu geben. Das Kätzchen hatte eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen, aber das hielt die junge Frau nicht auf. Gosa ging noch am selben Tag mit ihr nach Hause. Das Kätzchen wurde sofort zur Behandlung gebracht und fühlte sich nach ein paar Wochen viel besser. Seitdem sind bereits 2 Jahre vergangen. Das schneeweiße Baby ist herangewachsen und hat sich zu einer prächtigen Katze entwickelt. Kürzlich feierte die Familie den 2. Geburtstag ihres geliebten Haustiers. Heute ist Gosa eine gesunde und glückliche Katze, die ihren Menschen viel Freude und Lächeln bringt. Die Katze scheint ihnen zu sagen, dass sie jeden Tag glücklich ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bewerten Sie es bitte mit einem Daumen nach oben und hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank!